about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es wieder weiter mit den Herbst- und Halloween-Journals. Falls ihr das nicht mitbekommen habt bisher, weil ihr vielleicht die anderen Teile nicht gesehen habt, schaut euch nochmal die Videos dazu, die zwei, die bisher erschienen sind, an. Die verlinke ich euch unten in der Infobox, falls ihr Interesse daran habt, wie ich das hier bisher gemacht habe. Ja, heute geht es an die Covergestaltung für das Herbstjournal. Mich haben dazu Fragen erreicht. Einige hatten vielleicht sich nur einen Teil der Videos angeguckt, dementsprechend ist das vielleicht nicht ganz klar. Ich gestalte beide Journals immer abwechselnd möglichst, das Herbst-Journal und das Halloween-Journal. Ihr könnt ja die Teile überspringen, wenn euch jetzt Halloween gar nicht interessiert und die Teile vom Herbst-Journal euch anschauen. Dennoch werde ich einige Sachen immer ein bisschen vereinfachen, weil ich ja immer die gleiche Technik benutzen möchte. Also hier habe ich dann mit ein bisschen dunkler getropft, hier dann ein bisschen mit mehr mit Orange und überhaupt gearbeitet. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und heute möchte ich das Cover mit der gleichen Technik gestalten. Ja, und außerdem möchte ich natürlich jetzt schon die Lagen zusammenstellen mit euch für beide Journals heute in diesem Video und dann euch auch zeigen, welche Teile ich von den Ephemera-Teilchen genommen habe, von Luises Papier und was ich dazu noch nehmen werde, sodass wir die Lagen vorbereitet haben, dass es an die Gestaltung gehen kann im nächsten Video. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, ich habe schon was vorbereitet, weil ich finde, dass das sehr langweilig ist, wenn ich das zweimal erkläre. Ich benutze ja auf dem Halloween-Cover genau die gleiche Technik, die ich jetzt auf dem Herbst-Cover benutze. Ich habe hier mit Collage-Medium mir diese kleinen Teilchen und diesen Schmetterlingen eingetupft und mit Scotch Timber schon rundherum geinkt. Das Ganze habe ich ausgeschnitten aus den Papieren von Luise. Das hier aus dem Umschlag ist der Schmetterling. Und jetzt habe ich nur noch diese Seite hier ausgedruckt, da, weil ich das ja schon, die andere ja schon verarbeitet habe. Ich habe zwei Seiten mit den vielen Sonnenblumen genutzt, um einfach so ein bisschen Fussy-Cutting, also so ein bisschen Ausschneidearbeit zu machen anhand der Sonnenblumen. Und ihr seht, manchmal habe ich auch nur eine halbe. Die muss dann halt nach hinten, wenn ich das jetzt hier drauf kollagiere. Mal gucken, ob wir überhaupt alle Blumen brauchen von der anderen Seite, die ich mir doppelt ausgedruckt habe. Also ich habe zwei auf ein Blatt gedruckt, dann ist es ein bisschen kleiner und dann kann ich das besser für diese Collagen hier jetzt gebrauchen. So, das Ganze habe ich dann kombiniert oder möchte ich kombinieren. Wieder, ihr seht hier, ich nehme das Halloween-Cover nochmal. Auch mit den gleichen Die-Cuts bzw. Cutouts von den Die-Cuts von Sizzix und Tim Holz. Ich zeige euch die kurz nochmal. So, das waren diese hier, dieses Sinlitz 664176. Ihr habt bestimmt andere Schnörkel, die ihr ausstanzen könnt. So, ich habe mir das schon mal vorbereitet. Dafür habe ich Goldfolie mit so einem Trägerpapier dahinter genutzt. Das ist ein Aufkleber. Die benutze ich jetzt tatsächlich nur für solche Sachen und nicht zum Ausdrucken. Ich habe da leider schlechte Folie bestellt, weil ich die von Luise, also wo das gut klappt, ne, die sie verlinkt hat, nicht bekommen habe. Wenn ihr nicht wisst, von welcher Luise ich spreche, Luise Heinzel, ich bin mir sicher, ihr wisst das. Das ist das Halloween in August Kit von Luise Heinzel. Und ja, ich werde hier diese Printouts, die ich auf dieser Goldfolie gedruckt habe, auf dieser Gold-Vinylfolie, nicht nutzen können, weil meine Printouts, seht ihr das, immer noch total schmieren. Und wenn ich da ein paar Mal mit dem Finger drüber gehe im Journal, dann habe ich da nichts mehr von. Und ja, das ist jetzt hier wirklich schon, ich glaube, 4 Tage ausgedruckt und es ist immer noch schmierig. Also das kann ich vergessen. Kauft bitte direkt eine hochwertige Folie, wenn ihr das machen wollt. Ich kaufe jetzt nicht nochmal extra eine Folie. Ich benutze diese jetzt einfach als goldene Aufkleber und das finde ich auch sehr schön. Die kann man nämlich super ausstanzen. Und ja, das habe ich hier gemacht. Ich habe mir das zweimal ausgestanzt und ihr seht, ich habe mir das auch teilweise schon auseinandergeschnitten, dass wir das so ähnlich wie beim Halloween Journal machen können. Und ich werde mir jetzt einfach hier was überlegen und puzzle mir das zusammen. Also ich schaue jetzt einfach, wo kann ich die Blumen am besten hinpacken, die ich verwenden möchte. Und ja, werde das dann hier nach und nach hinkollagieren. Ich denke mal, im Hintergrund werde ich wieder, wie bei dem Halloween Journal auch, hier so ein paar Schnörkel verwenden, die hier so auftauchen, dass ich das so in die Höhe aufbaue. Also quasi von hier unten so schräg hoch, so wie beim Raben auch.
So würde ich das wieder schön finden. Wir sind ja hier bei 2 Junk Journals und eine Technik. So habe ich ja extra die Serie genannt, sodass man jetzt quasi aus beiden Möglichkeiten hier so für beide Journals Ideen ziehen kann. Weil das ist ja generell auch so ein Anliegen von mir. Macht das nicht so themenabhängig. Also wenn ihr Videos guckt, ne? Also es ist ja so, dass man aus allen Videos immer irgendetwas Schönes sich raussuchen kann und irgendwas Schönes zehren kann und auch für jedes Thema benutzen kann. Und ich weiß, das fällt einigen ein bisschen schwerer, aber das kann man lernen, ne? Wenn man Junk Journaling über eine längere Zeit macht, dann hat man da später so ein kleines Auge für. Und ich möchte euch einfach dazu anregen, nicht zu schnell aufzugeben, wenn ihr etwas gestaltet und direkt die Flinte ins Korn zu werfen, wenn ihr dann seht, oh, ist ein Halloween-Journal, da kann ich jetzt nichts draus lernen für mein Herbst-Journal oder was weiß ich, was ihr gerade für ein Journal macht. Also ich finde, so eine Technik muss man jetzt nicht in Orange machen, muss man nicht mit diesen gleichen Blumen machen, aber ich kann mir ja so ein paar Tipps rausziehen aus dem Video, dass ich jetzt weiß, wie ich ein Cover generell starte oder fertig mache. Ob ich jetzt hier einen Schmetterling nehme oder eine Motte, die ich dann später hier drauf setze, das ist ja völlig egal im Endeffekt. So, ich schaue jetzt einfach, wo die Blumen schön aussehen und dass ich hier zwischendurch auch immer wieder Schnörkel habe, die hier rausgucken. Ich finde jetzt zum Beispiel nicht so schön, dass hier so ein Loch ist und man nur das Gold dahinter sieht. Da möchte ich mir noch was hinterpacken und dann eignen sich ja diese Blumen, die so halb nur zu erkennen sind, vielleicht ganz gut dafür. Oder vielleicht diese hier, weil die so ein bisschen diesen Braunton hier aufnimmt. Ja, und das nehme ich dann, um das dahinter zu packen bzw. hier zu integrieren, sodass diese Lücke geschlossen wird, die mir jetzt nicht gefallen hat. Ich finde das jetzt schade, zum Beispiel, dass hier hinter das Blatt nicht zu erkennen ist und würde dieses Blatt auch noch weiter gerne an einer anderen Stelle nutzen. Dementsprechend schneide ich mir das jetzt hier einfach ab. Das ist ja schon mit Collage-Medium versehen, deswegen ist das quasi jetzt schon vorbereitet, um weiter eingesetzt zu werden. Ich nehme hier nochmal Scorch Timber. Das ist die Ink, die ich jetzt hier am meisten benutze. In dem Herbst-Journal, denke ich, als dunkle Farbe. Ja, und dann packe ich mir zum Beispiel, das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das jetzt so lasse, das entscheide ich immer erst, wenn es kurz bevor es fertig ist, wo jedes Blättchen dann wirklich hinkommt. Und packe mir das dann an eine andere Stelle hin und ja, so mache ich dann weiter. Ich suche mir einfach die Stellen aus, wo ich das hinpacke, verschachtel das auch so ein bisschen ineinander und gucke, dass das irgendwie harmonisch ist und gut aussieht. Und hier sehe ich zum Beispiel, habe ich zwar gut ausgeschnitten und geinkt, aber da fehlt noch ein bisschen was an Farbe. Und dann werde ich da auch mit Scotch Timber nochmal drüber gehen. Das Ganze ist ja mit Collage-Medium versiegelt. Das heißt, das Überschüssige kann ich vom Untergrund gleich auch wegwischen, falls es mir nicht gefällt. Und das ist ganz praktisch. Und das zieht sich jetzt nur an diese hellen, in diese hellen Bereiche rein, die da übrig sind, die ich quasi vergessen habe zu inken. Und ja, so mache ich das nach und nach. Und ich finde das jetzt recht hübsch. Und hier würde ich auch irgendwo den Schmetterling, glaube ich, hinsetzen. Dann so schräg hier auch von unten nach oben rausfliegend. Vielleicht setze ich mir nachher hier noch so ein Swirl drüber, der hier so rauskommt. Also so ein Teil, hier so einen kleinen Schnörkel. Ne? Also ich glaube, das Teil werde ich ganz klein zerschneiden, dass ich hier wirklich auch ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe. Seht ihr, das schneide ich mir einfach so raus. Vielleicht hat euch das im letzten Video so ein bisschen gefehlt, diese Erklärung, wie ich überhaupt das angehe hier mit dem Gestalten. So, und dann würde ich mir das hier so hintersetzen, dass das hier so rauskommt. Und ja, da gibt es keine goldene Regel für. Ne? Also man kann sich so ein paar Gestaltungstipps anschauen. Man sollte sich überlegen, aus welcher Ecke soll denn das Gebilde hier heraustreten. Ich hatte ja bei dem Vogel gesagt, bei dem Rahmen gesagt, dass ich es schön finde, dass es aussieht, als würde der aus der Ecke auftauchen, so ein bisschen mystisch. Und genauso würde ich das jetzt hier bei dem Schmetterling auch machen. So, und da hilft einfach nur ausprobieren und schauen, wie das ausschaut. Ja, und ich habe mir halt wirklich alles ausgeschnitten, was ich kriegen konnte aus diesem Printable. Hier an kleinen Blumen, an kleinen, ja, Blättchen und so weiter. Und das finde ich auch recht schön. So kann ich das so ein bisschen aufbauen. So, jetzt sehe ich hier, ist natürlich eine riesige freie Fläche. Da kann ich eine große Blume hinpacken. Die wäre mir zu groß. Ich glaube, die werde ich gar nicht verwenden. Die werde ich dann im Journal einsetzen. Also bei mir kommt jetzt hier nichts weg. Ich packe mir das jetzt hier hin. Und guck,
wo passt denn was hin? So, jetzt puzzle ich mal ohne euch weiter und dann kleben, vor dem Kleben zeige ich euch das Ergebnis. So, ihr Lieben, also nochmal als kleiner Tipp für euch. Also es ist immer, also ich mache das ja generell so, dass ich mir etwas zurechtpuzzle, mir das hinlege und dann festklebe. Anders kriege ich das nicht hin. Beim Kleben das zu puzzeln ist für mich nicht möglich und ich mache das echt schon viele Jahre und mir gelingt das so am besten, wie ich es mache. Ich mache mir meistens dann jetzt ein Foto oder eine Videoaufnahme. Ich habe ja jetzt das Video auch hierzu und klebe das anschließend dementsprechend fest. Manchmal gehe ich auch hin und fixiere mir dann die äußeren Teilchen schon hier mit Kleber, wie diese Blume zum Beispiel, dass ich so die Randpunkte habe und nehme das dann erst runter, den Rest. Das muss ja Schicht für Schicht festgeklebt werden. Es gelingt mir nicht immer hundertprozentig, das dann genau so zu machen, aber so ähnlich. Und so ähnlich möchte ich das jetzt machen. Und dann gehe ich halt hin und klebe mir das mit meinem Kleber mit der feinen Spitze fest. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, da der Hintergrund, wenn man zu viel rumkleckert, sich ja auch ablösen würde wieder von der Farbe. Das wäre ja nicht so toll. Ich klebe das Ganze jetzt mal fest und wenn das alles fix ist, dann hole ich euch dazu. Das dauert einfach zu lange. So, ihr Lieben, ich bin fertig und es war ein bisschen knifflig, muss ich sagen, gerade in diesem Bereich. Ihr seht das jetzt vielleicht gar nicht so doll, aber ich habe hier noch so Fühler, die hatte ich mal als als Staubblätter für Blumen, die gibt es immer im Bastelbedarf. Ich hatte die jetzt mal bei Action geholt, die gibt es aber überall zwischendurch mal gekauft und die noch hier drunter gepackt, weil ja die Fühler fehlten. Und ich habe mir jetzt erst diese weißen Ärmchen, sage ich einfach mal, mit Scotch Timber geinkt. Aber das sieht mir nicht auffällig genug aus, dass es fällt da so ab, also dass man fällt nicht auf. Und jetzt habe ich hier so einen goldenen Edding und gebe hier mal noch so ein bisschen Glanz drauf, dass man einfach erkennt, dass hier was ist. Mal gucken, ob das funktioniert. Sollte das nicht funktionieren, werden wir noch eine andere Farbe nehmen, die wir da drüber packen. Irgendwas finden wir da schon, dass wir die ein bisschen auffälliger machen können. Ja, das ist schon ein bisschen auffälliger. Aber ich lasse das jetzt erstmal durchtrocknen und dann gucke ich mal, dass ich da nochmal irgend so eine Schicht drauf mache mit irgendwas Glänzendem oder so, dass das ein bisschen besser auffällt. Finde ich aber so gar nicht so schlecht. Ja, ihr seht, ich habe einige Swirls und so nicht an die Stelle positioniert bekommen, an der ich die haben wollte. Aber so ist das nun mal. Und mir ist natürlich aufgefallen, und da habe ich fast schon mit gerechnet, dass sich das so ein bisschen farblich verändert, dieses Gold von der Folie. Das ist ja eine bedruckbare Folie. Das heißt, es bleibt auch alles da drauf kleben, was man so abwischt und so weiter. Das verursacht Schatten und so leichte Oxidation. Ich finde das total toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das euch in der Kamera so richtig zeigen kann. Also es gibt so stark glänzende Stellen, dann gibt es so matte Stellen, dann gibt es so kleine Stellen, die ein bisschen aussehen, als seien sie oxidiert. Ich finde das richtig cool. Da fällt mir ein, ich habe von Stamparia hier so eine Patina-Paste in, ja, das ist jetzt, glaube ich, Bronze. Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Doch, Bronzo heißt das. Also Bronze. Und ich nehme mir so ein bisschen was von der Paste auf den Finger und werde das dann vorsichtig da auftragen. Das war schon viel zu viel. Und ja, das ist schöner als dieses goldfarbene, denke ich. So, ich streiche das kurz ein und zeige euch das dann nochmal. So, das gefällt mir besser. Schaut mal. Das sieht ein bisschen schöner aus vom Glanz. Ich weiß nicht, ob die Kamera überhaupt den Unterschied eingefangen hat, aber ich finde das schön. Was ich jetzt noch machen werde, ich dachte mir, es ist doch schön, wenn wir hier so einen Schriftzug haben würden. Ich habe jetzt hier mir das Wort Herbst ausgestanzt, in großen und kleinen Buchstaben und das so ein bisschen mit Scotch Timber geinkt. Das sind Zinnlitz von Sizzix und Tim Holz. Einmal die 664406 und einmal die 664407. Das ist eine Schriftart, einmal in Groß- und einmal in Kleinbuchstaben. Ihr nehmt bitte jede Buchstabenstanze, die ihr da habt, oder schreibt es einfach drauf. Ich fand das jetzt ganz nett und fürchte, ich muss das ganz vorsichtig hier drapieren, beziehungsweise sehr eng hier drapieren, damit der Schriftzug auch drauf passt. Ich hatte das schon mal probeweise vorhin versucht. Die muss ich halt wirklich sehr eng nebeneinander hinpacken. Aber das sollte mir eigentlich gelingen. Zur Not überlappen die Buchstaben ein bisschen. Das finde ich auch schick, wenn das so ein bisschen wonky, so ein bisschen dynamisch aussieht. Ne? Und ich denke, das Wort Herbst passt sehr schön zu dem Journal. Und ich finde die Farbe hier jetzt auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Ein bisschen dunkler wäre es vielleicht noch schöner gewesen, aber noch dunkleren Karton kann ich jetzt nicht mit dienen.
könnte ich mir ja noch ein bisschen einfärben hinterher, wenn es mir nicht gefällt, mit einem Wassertankpinsel oder so. Ne? Also erstmal kommt das hier drauf. So, ich puzzle jetzt mal hier kurz das Wort und klebe das fest und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt doch wirklich ein bisschen was mit dem Stift hier gearbeitet, mit dem Distress Watercolor Pencil Carved Pumpkin und bin damit ein bisschen mit dem Wassertankpinsel hier drüber gegangen, bevor ich das aufgeklebt habe. Alleine, um diese Orange-Schattierung zu erreichen, finde ich ganz nett. So kann man später auch nochmal vielleicht ein bisschen dunkler mit Braun an den Ecken, also hier so ein paar Konturen machen. Jetzt lasse ich es erstmal so. Ja, also ich glaube, das sieht schon ganz hübsch aus als Cover und habe mir gedacht, ich hatte ja am Anfang gezeigt, dass ich noch diese Quasten habe, die ich mir abgeschnitten habe von einem Kissen, glaube ich, war das. Ich weiß das gar nicht mehr. Und ja, ich würde das hier wahnsinnig gerne hier hinten als kleines Dingeldangel befestigen. Viel mehr möchte ich da auch gar nicht machen, aber das Ganze sähe doch bestimmt ganz gut aus, wenn wir das noch so ein bisschen schattieren mit ein paar Sprays. So, ich denke, ein bisschen Rusty Hinge und Wild Honey können beide vertragen auf jeden Fall. So, ich sprühe das dann hier so einzeln ein. Von der anderen Seite dann auch nochmal. So, ich glaube, Wild Honey brauche ich gar nicht mehr. Rusty Hinge ist viel auffälliger da drauf. Das nehme ich jetzt einfach. Das brauche ich nämlich gar nicht mehr. Dann werde ich das ein bisschen föhnen jetzt zwischendurch. Dann nehme ich mir ein bisschen Kaffee. Seht ihr, das bringt das Rusty Hinge auch noch mal so hervor. So, föhne wieder. So, und ein bisschen, ich glaube, Kaffee-Rostwasser wird nicht stark genug sein, aber ich mache es erstmal. Also ein bisschen Rostwasser hier so auf die Quaste, die für das Halloween-Journal ist. Also ich gebe jetzt also ein bisschen Rostwasser drauf und dann wieder ein bisschen Kaffee. Ihr kennt das schon. So, dann soll das ein bisschen durchziehen und auf der anderen Seite auch. Und dann föhne ich. So, jetzt ein bisschen Rostwasser. So, zack. So, aber ich glaube, das wird nicht stark genug sein. Und bei der anderen Quaste gebe ich jetzt ein bisschen Frayed Burlap drauf. So ganz leicht. Und nochmal was Kaffee, weil es soll ja nicht zu dunkel werden. Nicht das Rostwasser, Kaffee. So. So, und dann föhne ich das wieder ordentlich durch. So, und als allerletztes gebe ich jetzt noch auf die Halloween-Quaste ein bisschen Black Suit, weil mir das noch nicht schwarz genug ist. Und also die Rosswasserfarbe hat natürlich eine gewisse Schwärze, aber es ist nicht so intensiv. Das seht mal, schaut mal. Ne, das, wenn ich das jetzt hier so mache, ist es natürlich schon sehr viel dunkler mit Black Suit als mit dem, ihr seht das. So, das föhne ich dann auch wieder. Ja, das Föhnen dauert, aber es ist es mir wert. Ne? Also das zieht hier auch schön ein. Ich nehme auch den Rest noch hier so ein bisschen hoch. So. Und föhne das. Also wie gesagt, die orange Quaste für das Herbstjournal gefällt mir so, wie sie ist. Vielleicht gebe ich noch was, bisschen Rusty Hinge oder so später drauf, falls das, wenn es ganz durchgetrocknet ist, nicht mehr so auffällig sein sollte. So. Damit ich das Ganze befestigen kann, also wie gesagt, die Farben gefallen mir jetzt sehr gut, habe ich erst gedacht, dass ich das hier oben irgendwo anknoten kann. Das geht aber nicht, das ist zu kurz, das ist zu flutterig und ich werde dementsprechend das hier oben abschneiden. Aber je nachdem, wie eure Quasten gemacht sind oder ja, vielleicht habt ihr auch Quasten da, die oben schon so eine Öse haben oder so eine Perlenkappe drauf haben, sowas werdet ihr ja nicht genauso da haben. Ja,
ihr müsst halt mal gucken, wie bleibt eure Quaste stabil. Und ich werde jetzt hier oben bei mir ein bisschen Kleber drauf machen. Also ich nehme jetzt hier den Art Glitter, damit sich die Quaste nicht oben auflöst. Und dann werde ich mir eine andere Befestigungsmöglichkeit überlegen, als die ganze Geschichte anzuknoten. So, ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Ich finde die ganz schön, weil man dann erstens die Quaste noch abmachen kann. Ich habe hier so eine Bottle Pin genommen und die findet ihr auch unter, überall eigentlich mittlerweile. Die kennt ihr auch bestimmt. So, und die habe ich einfach jetzt genommen. Hier habe ich eine schwarze für gewählt, fürs Halloween Journal und hier in mühevoller Kleinarbeit durchgeschoben. Ich lasse mir hier ein bisschen Zeit. Pool. Meine Quaste ist oben ziemlich fest und nutzt diese Rundung dann aus, wenn das hier durchgeschoben ist. Ich versuche die dabei halt einfach nicht zu verbiegen, deswegen mache ich das ganz langsam. Und dann hängt die hier oben so drin. Dann kann ich das Ganze schließen. Und ja, dann hängt die, ist die stabil damit verbunden. Und man hat dadurch, dass das hier oben verklebt ist, auch keine Schwierigkeiten. Ich finde das ganz hübsch so. Und werde jetzt hier so einen kleinen Biegering einfach nehmen und den aufbiegen. Und das Ganze an dem Ring von dem Halloween Journal befestigen. Der ist ja relativ dick, da müsstet ihr jetzt, falls ihr das so ähnlich macht bei eurem Journal mit der Aufhängung, müsstet ihr einfach schauen, dass das einfach passt. Ja, dann biege ich das einmal auf und dann wieder zu. Ich nehme dafür stabile Biegeringe, dass das auch dauerhaft verbunden wird. Ich hatte jetzt meine Schmuckzange nicht gefunden und nehme jetzt eine normale, wenn man ein bisschen Übung hat. Klappt das eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann hängt das Ganze hier so dran. Ich finde das eigentlich recht hübsch so, muss ich sagen. So, jetzt hat man die Quaste, kann sie auch im Notfall abmachen, aber es legt sich auch so schön an, dass, weil das hier so schön Abstand hat, dass man die eigentlich gut dran lassen kann, wenn man in dem Journal arbeitet. Wenn man die so nach oben legt, dann stört die nicht. Es legt sich ja alles relativ flach hin. Finde ich ganz gut. So, irgendwas fehlt mir noch und ich habe hier kleine schwarze und kleine braune Blümchen. Die gefallen mir jetzt erstmal so ganz gut, aber passen nicht so dazu mit dem Grün, das sie dran haben. Und natürlich möchte ich auch keinen Draht haben hinten dran. Das heißt, ich knipse mir hier einfach den Draht ab und werde das Ganze dann oder werde die einzelnen Blümchen dann verkleben. So, Draht einfach abknipsen und werde dann hier das Ganze mit Kleber draufgeben, dass das hier so ja, dran runterhängt. Man könnte das auch irgendwie vernähen oder so. Hoch, falsches Journal. Hier auf die Seite dann ein paar schwarze. Ich zuppel die mir jetzt erstmal alle ab. So, ihr Lieben, ich nehme jetzt die Heißklebepistole, habe ich mir gedacht, und werde das Ganze festkleben und habe das beim Halloween Journal auch schon mal gemacht. Ich habe immer vorne einen kleinen Klecks drauf gemacht. Ich zeige euch das jetzt einfach. Mir ist natürlich aufgefallen, dass hier nicht alles restlos hier von diesem Grünen abgegangen ist. Das finde ich nicht so schön. Da werde ich halt gleich mit Black Soot hier nochmal drüber inken. Das gefällt mir nicht so. Das mache ich aber zum Schluss. Ich werde jetzt mir immer so zwei Strähnchen rausgreifen, zwei oder drei. Und dann werde ich das festkleben, da wo es mir gerade gefällt. In die Mitte so ein Kleberklecks drauf, da wo man das Ganze abgeschnitten hat, also diesen Draht abgelöst hat. Dann setze ich mir das hier vorsichtig drauf, drehe mir das um und setze dann zur Sicherheit auch nochmal einen Heißkleber drüber. Man könnte ja jetzt auch noch eine Blume von der anderen Seite dagegen machen oder irgendwie was anderes, eine Paillette oder so. Wenn mir das auf Dauer nicht gefällt, dann mache ich das auch noch. Das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern klebt da jetzt erstmal einfach so. Und ihr seht, die Fädchen, die sich immer beim Heißkleber abziehen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ne? Damit ihr euch auch nicht verbrennt. Also ich suche mir meistens hier jetzt von vorne hier so zwei raus. Und werde das alles auf unterschiedliche Höhen machen. Ich habe jetzt so sechs Blümchen mir genommen und setze das dann einfach nur auf unterschiedliche Höhen. Immer so nebeneinander, so ein Strang. Dann nehme ich mir das Blümchen. Hier habe ich das Grün zum Glück ganz abgekriegt. Mache mir so einen ganz kleinen Klecks da drauf und setze mir die Geschichte hier so drauf.
So, ich habe gerade für mich festgestellt, dass es hier schöner dran aussieht, wenn ich auf dem Rücken so ein bisschen Spitze noch hinmache. Und ich habe so ganz kleine Spitzenstückchen hier hingenommen für das Herbstjournal und das auf die Rückseite gemacht, sonst gefällt mir das nicht. Ne? Wenn man den Kleber noch sieht, das finde ich nicht so schön und so ist der gut versteckt und das fällt gar nicht auf, dass das Kleber ist. Ja, und hier bei dem schwarzen, bei dem Halloween Journal, habe ich so kleine Blumen mir ausgestanzt. Ich zeige euch gleich auch noch das Set und werde die jetzt hier hinten drauf kleben. Einfach wieder ein bisschen heiß machen. Man kann ja Heißkleber jederzeit wieder erhitzen. Also ich gehe hier nochmal so drauf, mache den mit der Spitze wieder heiß und gebe dann hier dieses schöne Blümchen drauf. Das gefällt mir nämlich um einiges besser, wenn man das dann so hier drin hat, als wenn man den Kleber von hinten sieht. Ne? So, nochmal andrücken und dann hat man hier so eine schöne Rückseite. So, ihr Lieben, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin damit höchst zufrieden. Man kann das jetzt einfach so rumbaumeln lassen am Journal und ja, das sieht dann immer anders aus, wenn man es in die Hand nimmt. Ich finde das so hübsch und ich werde das auch so lassen. Und ja, dass ich jetzt hier keine Blümchen für den Hintergrund habe, sondern da so ein bisschen Spitze hinten drauf ist, so ein Schnipselchen, das finde ich jetzt auch ja, gar nicht so schlecht. Also ich finde es so schlanker, passender zu dem Journal. Und hier, da die Spitze hier auch so ein bisschen üppiger ist, passen diese Blümchen da ganz gut hinter. Ich finde das hübsch. So, wir kümmern uns jetzt ums Papier. So, ihr Lieben, hier habe ich die Papiere vorbereitet, die wir gleich verwenden werden. Die müssen wir ja noch auf eine bestimmte Art und Weise schneiden und falten, damit die in unser Journal passen. Und das hier war die Stanze, die 65664. 0 von Tim Holtz und Sizzix. Das ist eine Bix für die Big Shot. Die habe ich verwendet, um diese kleinen Blümchen auszustanzen und ich werde da auch größere noch ausstanzen, um später alles zu verschönern aus so einem, ja, auch wieder so einem Rest Spitze, den ich habe. Und das können wir dann im ganzen Journal verwenden. Das zeige ich euch aber dann, wenn es soweit ist, nochmal. Und wir kümmern uns jetzt erst einmal um die Papiere. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ich nehme mal das Cover, um euch das zu erklären, dass das hier keine volle A5-Größe ist. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass hier Papiere überstehen oder sobald wir da eine kleine Blume dran kleben, dass alles hier rausquillt. Und dementsprechend müssen wir jetzt unsere A4-Seiten zurechtschneiden. Und das kann man natürlich machen mit Ausmessen, nur um euch das zu demonstrieren. Ich halte hier mal mein Lineal dran. Die dürfen maximal 12,5 cm ungefähr haben, die Seiten von der Breite und 21, denke ich, ungefähr von der Höhe, dass wir das hier passend hinbekommen. Das müsst ihr natürlich abhängig machen von eurem Junk Journal Cover, von dem Cover, das ihr euch ausgewählt habt und da nehmt ihr einfach die Größe, dass das auch passt. Und dann, egal was für Papiere ihr habt, könnt ihr das dann dementsprechend machen. So, bei den Ledger-Papieren ist das ganz einfach. Ich werde mir jetzt die in der Mitte falten. Ihr seht schon, darunter habe ich schon das ganze ausgeschnittene Fembra für euch bereitgelegt, damit ihr das sehen könnt. So, und dann suche ich mir hier einfach die Mitte. Ich möchte da nämlich zwei Seiten draus verwenden. So. Und dann schneide ich mir das einfach in der Mitte durch. Ich habe mir das markiert. Ihr könnt euch das natürlich auch ausmessen. Das ist euch überlassen. Ich mache das ganz gerne, indem ich mir kurz anschaue, wo ist denn die Mitte? Und dann verwende ich das so. Dann habe ich zwei schöne Seiten, die ich in zwei Lagen, unterschiedlichen Lagen verwenden werde. So, machen wir das erstmal beiseite. Hier ist es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen einfacher mit dem Packpapier, aber wir müssen ein bisschen falten. Hier werde ich gar nichts von abschneiden. Ich möchte nämlich so eine Art Fold-Out damit machen. Und ich muss das natürlich jetzt auf die richtige Größe zurecht falten. Und am besten ist es wirklich, wenn ihr euch ein Template fertig macht. So, ich habe mir einfach so eine Seite zurechtgeschnitten, die genau in der Größe ist, wie ich sie brauche. Und dann falte ich mir einfach jetzt einmal mein Packpapier in die Richtung. Schau, dass ich gerade falte, weil ich das einfach jetzt schön finde, gerade Seiten da drin zu haben. Und ihr seht schon, ne, dann bleibt natürlich was übrig. Das falte ich dann wieder zurück. Und dann habe ich solche Taschen. So,
So, das mache ich mit den beiden Packpapieren. So, ich lege das alles, was fertig ist, jetzt mal hier zur Seite. Ja, hiermit auch. So, bei meinen gelben Papieren, den zwiebelgefärbten Papieren, gehe ich hin und schneide mir 4 cm ab. Ich hatte mir das jetzt doch nochmal nachgemessen, dass es einfacher ist, einfach immer wieder auf die gleiche Größe das abzuschneiden. 4,2 hatte ich, glaube ich, oder 4,1 hatte ich ausgesucht mir. Und dann schneide ich mir die Seite ab, die ich nicht benötige, und falte das in der Mitte einfach aufeinander ordentlich und gehe da später auch noch mal mit dem Falzband drüber, wenn ich alle Seiten gefaltet habe. Das mache ich auch bei allen. Solche Abschnitte hier schmeiße ich nicht weg, die werden wir später im Journal zumindest zu einem sehr großen Teil auch noch verwenden. Die packe ich mir wieder in meine Resteablage oben. Und hier diese Blätter werde ich jetzt genauso, da werde ich genauso verfahren und dann immer 4 cm abschneiden. Auf einem Millimeter soll es halt nicht ankommen. Und dann falte ich mir wieder die Mitte und das packe ich mir wieder beiseite, dass ich mir das aufbewahren kann. So, bei den Ecoprints habe ich mir natürlich jetzt doppelseitige Drucke ausgesucht. Das heißt, ich möchte auf beiden Seiten etwas wegnehmen, damit ich noch eine anständige Mitte habe. Das heißt, ich falte mir meine Ecoprints jetzt in der Mitte, so dass es schön aufeinander liegt. Und schneide mir außen jeweils 2 cm ab. Jetzt werden einige traurig sein und sagen, oh, die schönen Ecoprints. Aber ganz ehrlich, ich möchte sie jetzt auch mal wirklich verwenden. Und es ist halt auch nicht immer gut, alles aufzubewahren. Man kann natürlich jetzt hier schauen, dass man ja etwas findet, wo das genau auf A4 passt. Aber wenn wir die Seiten hier inken, sieht das wieder so schön aus, auch wenn hier was abgeschnitten ist von. Also ich bereue das nicht. Ich freue mich, die zu verwenden. So, mache ich mit den anderen auch. So, was mache ich jetzt mit den Ausdrucken? Also, wichtig ist mir, ich nehme jetzt mal das einfachste Beispiel bei diesem Papier, ich möchte davon nichts abschneiden. Gerade auch da, wo die Vogelscheuchen hinterher drauf sind, ist das sonst schwierig zu falten. Ich könnte das jetzt wie bei den Ecoprints machen und mir quasi dieses Stückchen einfach abschneiden. Das mache ich aber nicht, sondern ich nehme mein Template, suche mir immer eine Seite aus, ne? Also welche vorne ist, falte mir das hier rüber auf die richtige Größe. Sonst wird es nämlich schwierig bei den Motiven, manchmal die Vogelscheuche noch zu sehen oder andere Dinge zu erkennen oder die Sonnenblumen sind dann zu sehr abgeschnitten. Und falte mir das dann jetzt ungefähr hier richtig hin. Wie gesagt, wir gehen da später nochmal mit dem Falzbein drüber. Ich mache das jetzt mal kurz bei allen Papieren und dann zeige ich euch, wie ich das fürs Halloween Journal gemacht habe und wie ich das fürs andere Journalchen gemacht habe. So, und die Seite falte ich mir dann halt entsprechend wieder zurück. So, dass hier so eine kleine Kante entsteht. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier so eine helle Seite habe und hier ist so eine schöne Kante an der Seite, kann ich entweder ein Fold-out machen oder ich kann das später festkleben und da etwas noch hinterstecken oder hier noch was ergänzen und dann hinterstecken. Da bin ich dann völlig frei. Und wie gesagt, ich mache das mal so. Jetzt habe ich das auch fürs Halloween Journal schon mal vorbereitet, um euch das zu zeigen. Wie gesagt, im Hintergrund die Sachen besprechen wir gleich. Ich habe jetzt natürlich bei dem Herbstjournal immer 2 gleiche Seiten ausgedruckt. Die kann ich mir aber trotzdem sehr unterschiedlich gestalten, indem ich entweder vorne oder hinten halt diese Lasche mache. Und ihr seht, ich habe jetzt hier eine neutrale Seite genommen, direkt für die erste Lage und habe erstmal vorne gefaltet. Dann habe ich hier jetzt hinten gefaltet. Dann habe ich mir ein Papier ausgesucht, das wo die Richtung jetzt nicht so eine Rolle spielte hier auf der Seite und habe das mal nach hinten gefaltet. Also ihr seht, ihr habt da zahllose Möglichkeiten, ne? Anstatt nach vorne. Und bei dem zweiten dann habe ich das vorne nach innen mal gefaltet. Man kann es ja auch mal nach außen falten. Aber ich fand es auch mal schön, hier eine weiße Seite drin zu haben. Das geht aber auch. Ich glaube, das finde ich sogar noch schöner, wenn das so hier ist, ne? So. Und wichtig ist immer, dass einmal vorne und einmal hinten etwas gefaltet ist in der Lage. Hier habe ich mich, glaube ich, vertan. Nee, doch, war richtig. Einmal vorne
wenn ich vorne eine Lasche habe, dann habe ich im zweiten Papier immer hinten eine Lasche. So gucke ich, dass mein Journal so ein bisschen ausgewogen ist. Bei der Vogelscheuche kann ich das ja sehr gut steuern. Es gibt ja viel mehr Seiten, als ich jetzt hier benutze in dem Printable von der lieben Luise Heinzel. Und dementsprechend habe ich mir jetzt wirklich Seiten ausgesucht, wo das gut aussieht, dass jetzt neben der Vogelscheuche zum Beispiel hier etwas gefaltet ist. Wir inken gleich hier noch. Ihr seht, hier ist noch so ein blasser Rand. Hier bei diesen feldähnlichen Prints ist es ja nicht so wichtig. Ja, da kann ich die Lasche ja so hinfalten, wohin ich möchte. Aber bei dem Vogel zum Beispiel kann ich nicht hier jetzt eine Falzkante hinsetzen. Das sieht einfach nicht schön aus. Dementsprechend habe ich mir hinten eine gemacht. Ne? Also ihr müsst das halt einfach entscheiden, wie rum ihr das macht und wie es schön aussieht. Das muss man so ein bisschen nachgespürt machen. Oder bei ihm hätte ich jetzt hier die Falzkante gemacht, wäre das direkt neben dem Auge. Das wird nicht schön aussehen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So mache ich das bei allen Papieren. Ich erinnere noch mal dran, ich habe 6 von den digitalen Ausdrucken dann jeweils fürs Journal benutzt. Beziehungsweise hier beim Herbstjournal einfach doppelt die Motive genommen. So, hier seht ihr schon meine ganze Vorbereitung sowohl für das Herbstjournal als auch für das Halloweenjournal. Und ich erkläre euch jetzt mal kurz, aus welchem Papier ich das oder welche Printables ich mir ausgesucht habe. Ich habe alles fast ausgedruckt. Ja, doch, ich habe alles ausgedruckt. Und zwar auf einem Papier, das, ich glaube, 160 oder 200er Grammatur, nagelt mich jetzt nicht fest, Fotopapier ist. Also das ist richtig fest. Ne? Also ich finde, Taschen sollten manchmal ein bisschen robuster sein. Ihr seht, ich habe das auch schon vorgeinkt. Also ist alles schon fertig vorbereitet. Das zeige ich euch natürlich nicht, wie ich etwas ausschneide. Ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig. Ich zeige euch jetzt aber, was ich genau wie verwenden werde. Weil hier sind einige Besonderheiten dabei. Ihr seht, ich habe diese Tag-Seite einmal in A4 ausgedruckt, aber auch einmal in kleiner, das heißt zweimal diese Seite auf eine A4-Seite. Dann habe ich nämlich auch noch kleine Tags. Das ist ganz gut fürs Herbstjournal hinterher. Das ist ein guter Tipp. So, und ich möchte jetzt auf den Tags auch gar nicht wahnsinnig viel hinten gestalten. Das heißt, ich habe mir auch immer die Rückseite bedruckt. Ich habe da einfach dieses Printable genommen, weil das sehr neutral ist, man da auch noch drauf schreiben könnte im Endeffekt. Und habe mir alle Rückseiten von fast allen Papieren, außer die Ausnahmen, die ich euch jetzt gleich kurz nenne, rückseitig so bedruckt. Das hat auch den Vorteil, dass man die Schnipsel, die man hier abschneidet, dann auch noch wunderschön verwenden kann im Journal, um Cluster und so zu machen. Da entsteht also kaum Müll. Das heißt, wenn ich hier diesen Streifen zum Beispiel abschneide, habe ich ja hier so einen schön bedruckten Streifen. Und dann kann ich den in diesem Journal oder auch in späteren Projekten dann noch super einsetzen. So, kleiner Tipp am Rande. Dann habe mir hier mal einen zweiten Ausdruck, der nicht so gelungen ist, beiseite gelegt. Hier diese Taschen. Diese Taschen sind mir zu dick, wenn ich denn wirklich hier diese Umklappkante benutze. Ihr seht, das ist ein bisschen schief gegangen, deswegen möchte ich das nicht verwenden. Da war mein Drucker so ein bisschen, weiß ich nicht, was der gehabt hat, bevor ich musste den halt wieder reinigen. So, ich schneide wirklich die Tasche außen ab. Das heißt, die Klebelasche schneide ich hier außen ab. Ich habe die nicht rückseitig bedruckt, weil Taschen werden ja im Regelfall festgeklebt und die Schildchen auch. Dementsprechend brauche ich ja hier keine Rückseite. Das wäre ja nur Tintenverschwendung. So, ich zeige euch das kurz. Diese Laschen hier meine ich, diese grauen Laschen, die benötige ich überhaupt nicht. Wenn ihr Projekte habt, bei denen ihr etwas Dickeres einstecken müsst, ist das top. Ich persönlich habe jetzt nur diese schmalen Tags und so und möchte die nicht benutzen dafür. So, ich ink mir das natürlich jetzt nochmal nach, weil ich jetzt hier so eine Kante erzeugt habe. Ich habe das nur für euch gemacht, damit ihr das sehen könnt. So, ja, jetzt sehen wir natürlich, dass darauf Halloween-Motive und Herbstmotive sind. Und ich möchte das auch 1:1 aufteilen. So quasi Hälfte von dem Printer, also von jeder Seite zur Hälfte. Ich zeige es mal hier an dem Beispiel. Ich finde diese beiden
passen jetzt zum Beispiel sowohl ins Herbstjournal als auch ins Halloween-Journal. Aber hier wird es schon schwierig. Also das ist für mich klassisch Halloween hier mit den Ästen. Das hier könnte ich schon wieder in beide packen. Das heißt, wir müssen das jetzt gleich einfach nur gut aufteilen. Das ist dann eine gute Sache. Denkt nicht, dass ich hier nicht noch etwas mit diesen Embellishments mache. Die werden noch verändert, da wird noch was draufgeklustert, da werden noch Kleinigkeiten dazu gepackt. Das aber im nächsten Video. Das schaffen wir heute auf gar keinen Fall mehr. Da geht es dann nur um die Embellishments. Und diese Seite hier habe ich zum Beispiel ausgedruckt und mir gerade diese rötlichen Dinge, also dieses Muster, das war nochmal irgendwie hier auf den Karten bei dem Umschlag mit dabei. Das habe ich mir jetzt, das ist sogar ein anderes, das habe ich mir beiseite gelegt für ein anderes Projekt. Da werde ich irgendwas Kleines, Nettes draus machen, aber ich brauche das jetzt nicht. So, und hier seht ihr auch schon direkt, für beides geeignet. Nur für Halloween, für beides geeignet. Und die sind auch für beides geeignet. Das heißt, ich werde die einfach gerecht aufteilen auf mein Halloween-Journal. Ich habe ja nur drei Lagen. Dann habe ich so drei Streifen pro, also jeweils einen Streifen pro Lage hinterher. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist das, also das ist wahnsinnig viel für so ein kleines Journal. Also das ist ja schon ein relativ großes Journal, um ehrlich zu sein. Ich finde das total toll, dass Luise so eine große Auswahl gemacht hat. Da kann ich mir dann wirklich gut was aussuchen, ne? So, jetzt habe ich ein paar Printables, jetzt habe ich ein einziges Printable zweimal ausgedruckt. Und das war das Printable mit dem Umschlag. Die Seite, die werde ich natürlich in beiden Journals haben wollen. Ich will in beiden so einen Umschlag haben. Dementsprechend habe ich mir das einfach zweimal ausgedruckt und auch schon gefaltet. Ja, jetzt gucke ich gerade. Jo, wir sortieren jetzt einfach mal, würde ich sagen. So, ich schiebe mir das jetzt alles hier mal so ein bisschen beiseite. Ich nehme jetzt einfach meine Kisten, die ich mir vorbereitet habe. Ich habe nämlich eine kleine Kiste für ein Herbstjournal, für das Herbstjournal und eins für Halloween-Journal. Und dann sortieren wir das mal dazu. So. Ich habe jetzt hier eine Kiste für Halloween stehen und hier eine Kiste für mein Herbstjournal. Und ja, ich verteile das jetzt gerecht. Glaubt aber nicht, dass ich wirklich jedes einzelne Embellishment dann benutzen werde im Journal. Ich werde sehr viel davon benutzen, aber einzelne Sachen werde ich mir natürlich noch aussuchen. So, Umschläge, jeweils eins da. Dann haben wir diese Karten hier. Und da habe ich natürlich den Nachteil, dass das ganz klar auf jeden Fall nur Halloween ist. Ob ich wirklich vier Journaling-Karten benutze, weiß ich noch nicht. Vielleicht nur drei, ne? Wir haben ja drei Lagen. Die packe ich hier rein. Ja, jetzt habe ich aber keine Alternative für mein Herbstjournal. So bin ich dann vorgegangen, ne? So, dann habe ich mir gedacht, oh, okay, dann schneide ich mir jetzt einfach Journaling-Karten hier aus diesem restlichen, ja, vom Cover, von dem Raben zum Beispiel. Oder halt drucke ich mir nochmal die Sonnenblumenseite, die ich auch vorne zum Zerschnibbeln fürs Cover benutzt habe, nochmal aus oder so. Ne? Das ist ja kein Beinbruch. Ich muss nur im Hinterkopf haben, fürs Herbst-Journal brauche ich noch Journaling-Karten. Sonst verteilt sich das eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt, machen wir einfach mal hier weiter. Ich habe jetzt hier die ganzen Taschen und das sind insgesamt halt sechs Taschen. Und ich werde jetzt die klassisch für Halloween geeignet sind, aussortieren. Diese ist für Halloween ganz klar. Dann muss ich eine hier natürlich für das Herbstjournal machen. Dann habe ich, denke ich mal, nehme ich diese klassisch fürs Herbstjournal. Dann nehme ich die andere geschwungene fürs Halloween-Journal. Dann habe ich diese hier, die ist ein bisschen poppiger noch. Ich habe ja nicht ganz so viele poppige Seiten hier auf der Herbstseite. Ja, ich überlege gerade. Ja, das ist mir das sehr tief schwarz, das nehme ich fürs Halloween Journal. So, und dieses Muster habe ich ja generell auch selten verwendet, ne? Im Herbst Journal. Ja, dann nehme ich mir die Schildchen, die ich ausgeschnitten habe. Da können wir das ja auch ganz gerecht verteilen. Nur zwei Schildchen, jeweils hier. Dann, ach ja, dadurch, dass ich die eh zweimal habe, kann ich auf jede Seite die hinpacken, würde ich sagen. Einmal die, so und dann einmal hier ein Pack sozusagen. Ja, und hier die kleineren sortiere ich dann noch einmal rechts, einmal links. Hier habe ich jetzt ein Schild mehr. Ich packe das mal beim Halloween Journal dabei. Wenn ich hinterher was brauche, ich denke mal, ich werde vielleicht eh nicht alle brauchen. So, ich finde diese beiden, also diese kleine Maus passt sowohl ins Halloween Journal als auch ins Herbst Journal. So, da habe ich eh zwei von, deswegen geht das dahin. Ja, die beiden hier sind fürs Halloween Journal geeignet.
Und die beiden hier, die packe ich auch sehr gerne ins Grungy Herbst Journal. Ja, und so mache ich jetzt immer weiter. Und ihr müsst euch das ja auch irgendwie aussuchen, welche Sachen ihr nehmt. Wenn ihr kein Halloween-Projekt machen könnt oder wollt, es ist natürlich auf jeder Seite beides vorhanden quasi. Ja, und hier gucken wir auch mal bei den Streifen. Machen wir das schnell noch zu Ende. Also das hier ist für mich, ja, das habe ich ja eher Halloween zugeordnet, das Muster. Das ist klar. Dann habe ich hier, ja, habe ich hier was doppelt? Nee. Und die, ja, die sind sehr, sehr neutral, würde ich sagen. Nehmen wir doch das so rum. Das fürs Herbstjournal und das fürs Halloween-Journal. So, dann die drei Tags. Da würde ich auch sagen, ich tue die mal mit den anderen Tags von den anderen Seiten zusammen. Die sind ja ungefähr in einer Größe jetzt. Die doppelseitig ausgedruckten und die anderen. Dann nehmen wir hier die mal so dahin. Die sind alle fürs Herbstjournal geeignet, finde ich. Aber ich glaube, wir teilen das mal auf. Drei auf jeden Fall hiervon fürs Herbstjournal. Und drei fürs Halloween Journal, die ein bisschen poppiger sind. Und die verteile ich dann auch so. Also das ist eher Herbst Journal, das ist eher Halloween. So, klar, ne? Herbst Journal, Halloween Journal. Was haben wir hier? Wir haben jetzt hier drei große Tags. Ich würde sagen, dann verteile ich erstmal zwei und den lasse ich mir übrig, wenn mir irgendwo was fehlt. Jetzt habe ich hier Tags in der Größe. Ach, nee, seht mal, guck mal, dann nehme ich einen großen Tag mit zum Herbstjournal, weil ich zwei kleine Tags hier ins Halloween-Journal packe. Hier habe ich die Taschen, klar, Halloween, dann muss die andere größere zum Herbst. Die sind alle für beide geeignet. Ja, ich würde sagen, das ist hier eher Halloween, Herbst. Nee, Herbst, Halloween, so. Dann hier, die würde ich eher halt im Halloween zuordnen, die Motte. Dann nehmen wir das hier rüber zum Herbstjournal. So, und jetzt haben wir nur noch die kleinen Tags, die wir verteilen müssen. Seht ihr, da wird auch langsam Schuh draus. Da haben wir natürlich das Problem, wir haben sehr viele kleine Tags. Das ist kein Problem, das ist eigentlich sehr gut. Da können wir uns das später auswählen. Ich weiß nur nicht, ob ich wirklich alle kleinen Tags benutzen werde. Kann sehr gut sein. Die kommen zum Thema Halloween darüber. Jetzt habe ich hier aber bei diesen Tags auch das Problem, dass das eher Halloween ist, da wo dieses Muster drauf ist. Die packe ich auch hier rüber. Und dann weiß ich, hier fehlen mir auf jeden Fall noch kleine Tags. Vielleicht machen wir noch selber welche. Das Muster finde ich super für Herbst. Das taucht ja auch auf den Rückseiten auf, diese schönen Blümchen. Packe ich hier rüber. So, das ist eher Halloween und das dann eher zum Herbst. So, kleine Tags merken wir uns, werden wir vielleicht noch selber machen fürs Herbstjournal, falls wir denn noch mehr überhaupt benötigen. So, ihr Lieben, für mehr ist heute wirklich nicht Platz in diesem Video. Ich werde mit euch im nächsten Video natürlich die Lagen mit den Umschlägen und auch mit den Transparentpapieren und den Overhead-Folien kombinieren. Und wir werden dann schon Beispiele pro Lage für die Embellishments miteinander machen. Ich glaube, das nächste Video wird dann das vorletzte Video auf jeden Fall zu der Serie sein, bevor es dann ein Flip-Through gibt. Lasst euch dann einfach überraschen, was ich mir da ausgedacht habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht und ihr konntet ein paar Ideen mitnehmen, wie ihr eure Journals gestalten könnt. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig über ein Feedback. Schreibt mir doch einen lieben Kommentar unten drunter. Falls ihr mich nicht abonniert haben solltet bisher, dann abonniert mich doch einfach, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei euch, auch bei allen neuen Abonnentinnen und Abonnenten, die dazugekommen sind. Ich freue mich immer sehr. Ihr seid herzlich willkommen. Ihr dürft auch sehr gerne Fragen stellen. Ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.